Ja, beim Fotografieren mit weißem Hintergrund ist doch meist die Anforderung, dass der Hintergrund in den Fotos nachher auch richtig schön schneeweiß ist. Steckt man noch in den Anfängen in der Studiofotografie, stolpert man sehr schnell darüber, dass der Hintergrund nicht weiß ist, sondern eher ins Grau abfällt, auch wenn der eigentliche Papierhintergrund 100% weiß ist. Stellt man fest, Mensch, das geht so mehr ins Grau. Was da zu beachten ist und wie du das Ganze simpel und einfach umsetzen kannst, sowohl für Oberkörperporträt als aber auch für Ganzkörperporträts, da gibt es nochmal einen kleinen Unterschied, das erfährst du in diesem Quick-Tipp. Ja, und anfangen tut das Ganze natürlich mit unserer Hauptlichtquelle, ja, für unser Model, um das schön auszuleuchten. Haben wir die Hauptlichtquelle eingerichtet, von der Lichtleistung angepasst für unser Modell? Haben wir unser Modell schön ausgeleuchtet? Ja, aber wie schon angesprochen, der Hintergrund, man sieht es, fällt ins Grau ab. Es ist nicht mehr das richtig schöne strahlende Weiß, was wir hier original sehen, als 100% Papierhintergrund, weißen Papierhintergrund, sondern wir haben da so ein 20-30%iges Grau schon. Das wollen wir vermeiden. Was könnten wir tun? Rein von der Logik her sagen wir, okay, wir drehen den Blitz einfach mal weiter auf. Ja, weil die Ursache ist ja darin begründet, den Blitz, so wie wir ihn eingestellt haben, der unser Model schön ausleuchtet, die Lichtleistung, aktuell eingestellte Lichtleistung, reicht aber nicht aus, um den Hintergrund komplett weiß auszuleuchten. Das funktioniert nicht. Wenn wir den Blitz jetzt schön weit aufdrehen, ja gut, hat sicherlich jeder schon mal probiert, dann haben wir den Hintergrund schön weiß, ja, aber unser Model ist gnadenlos überbelichtet. Natürlich kann man da den Weg über die Bildbearbeitung gehen. Ja, man fotografiert quasi das Model schön ausgeleuchtet, vernünftig ausgeleuchtet, der Hintergrund fällt dann leicht ins Grau ab, ja. Und in der Bildbearbeitung sagt man halt zum Beispiel über Gradation oder Tonwertkorrektur mit der Pipette, Hintergrund auf weiß und dann wird das natürlich erstmal genauso ausschauen, als wenn ich das Model mit einem zu stark eingestellten Blitz überbelichte. In der Bildbearbeitung ist das Model dann auch ausgefressen. Was du dann machen kannst in der Bildbearbeitung, natürlich über eine Ausmaskierung, diese Tonwertkorrektur oder Gradationseinstellung wieder ausmaskieren auf dem Modell, sodass der Hintergrund schön weiß bleibt, das Model aber dann vernünftig belichtet ist. Finde ich aber persönlich ziemlich aufwendig. Also aufwendig in der Hinsicht, dass man da wirklich ganz genau arbeiten muss, ja, bei der Ausmaskierung, dass man in der Bildbearbeitung nicht über die Ränder hinausgeht, sondern hat man hier überall so einen leichten grauen, ja, Rand von dem eigentlich fotografierten Hintergrund. Ja, sieht dann nicht schön aus und ist dolle, dolle aufwendig. In der Fotografie ist das recht simpel gelöst. Leuchtet doch den Hintergrund einfach mal mit zwei, zum Beispiel 5 Zoll Reflektoren an. Ihr könnt da auch Striplights nehmen, die warm am besten rausnehmen, setzt da zwei Striplights ein und fotografiert den Hintergrund im 45-Grad-Winkel. Links und rechts den Blitz positioniert im 45-Grad-Winkel. Könnt ihr mit der richtigen Blitzleistung, müsst ihr mal zwei, drei Testschüsse machen, den Hintergrund richtig schön weiß ausleuchten. Aufpassen bitte, dass ihr mit den Lichtformern oder mit euren anderen Lichtquellen für den Hintergrund nicht irgendwie das Model erwischt. Ja, ihr müsst wirklich an dem Model vorbeischießen, nicht, dass hier noch irgendwie zu ungewünschten, ja, Helligkeitsverläufen kommt. Da einfach drauf aufpassen, am besten, wie gesagt, im 45-Grad-Winkel die beiden Lichtquellen hinten anordnen. Hinter das Modell schießen lassen und schon habt ihr den Hintergrund schön weiß ausgeleuchtet. Ja, wie ihr seht, kein Hexenwerk. Ja, zwei Blitze nach hinten im 45-Grad-Winkel hinter das Modell auf den Hintergrund gerichtet, kriegen wir den richtig schön weiß ausgeleuchtet. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Was passiert denn, wenn wir jetzt ein Ganzkörperporträt machen? Bei diesen Einstellungen, so wie sie jetzt sind, machen wir ein Ganzkörperporträt. Schauen wir uns mal an, was da mit dem Boden los ist. Ist der schön weiß oder fällt der vielleicht noch ins Grau ab? Gucken wir uns mal an. Ja, das liegt einfach darin begründet, dass die Blitze klar zum einen nicht auf den Boden ausgerichtet sind, die sind halt auf dem Hintergrund ausgerichtet und die Lichtquelle hier vorne ist zwar leicht nach unten gerichtet, aber es reicht halt nicht aus, um den Boden richtig schön weiß zu kriegen. Wenn ihr den aber richtig weiß kriegen wollt und das jetzt so fotografiert, wie es jetzt hier aufgebaut ist, kommt ihr wieder an dieses Problem, dass ihr in der Bildbearbeitung mit der Gradation oder Tonwertkorrektur, was auch immer, den Boden quasi hier auch wieder richtig weiß machen müsst und dann mühselig hier unten die Bereiche ausmaskieren müsst, damit der Boden weiß ist und das Model da unten nicht überbelichtet. Gibt es einen anderen Weg? Viel, viel besser. Und an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an Randy Tarango, cooler Fotograf aus Berlin, ja, vom Fotostudio People Photography. Lieben Gruß an Randy. Und Randy hatte mir vor einigen Jahren, da hatte ich so fotografiert,
gezeigt bzw. mich gefragt, warum, jetzt kommt's, schwenke ich denn die Blitze nicht nach oben? Ja, und da jetzt bloß die Voraussetzung, wir schwenken die Blitze jetzt mal nach oben. Und wichtig ist dabei natürlich, dass die Decke hell ist, weiß ist oder hell ist, wie auch immer, dass die nicht eine dunkle Farbe hat und das Licht wegschluckt, beziehungsweise dass die Decke auch keine 10 Meter oben ist. Ja, dafür reicht natürlich die Lichtleistung nicht aus, dass das nach oben geworfen und dann wieder zurückreflektiert wird. Aber das ist genau der Schlüssel, dass wir sowohl den Hintergrund als auch den Boden richtig schön weiß kriegen. Bauen wir jetzt mal um und letzten Endes an dem Setup wirklich bloß zwei Bewegungen an den hinteren Blitzen und die Sache ist erledigt. Ja, und nun haben wir auch den Boden, nicht nur den Hintergrund, richtig schön weiß ausgeleuchtet, so wie es sein soll. Haben diese ganze Theater nachher nicht mehr in der Bildbearbeitung. Und ja, das ist das, was wir wollen. Letzten Endes wirklich bloß mit zwei Handgriffen an den hinteren Blitzen. Und das geht auch so langsam in die Richtung High-Key-Fotografie. Wer dazu mehr wissen will, zur High-Key-Fotografie oder auch zur Low-Key-Fotografie, ich verlinke mal hier drunter unter dem Video zu unseren Kursen in der Wolf-Foto-Akademie. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das was gebracht hat, bei euch ein dickes Fragezeichen gelöst hat, gebt dem Video gerne den Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ja, wir sehen uns im nächsten Quicktip.